In den vergangenen Jahren sind in den Städten hybride Gebiete entstanden. Verkehrsadern sind wichtiger als Stadtzentren, die Mobilität wichtiger als der Wohnsitz geworden. Wegen wird bei der Planung die Bedeutung von Orten eingeräumt. Entlang der Wege finden Aktivitäten statt, die Kommunikation wird intensiviert, ein kontinuierliches Kommen und Gehen. Die Stadtplanung entwickelt sich hin zu offenen, veränderlichen und fließenden Räumen. Durch die Schaffung von Atmosphäre werden Räume geschaffen. Straßen werden beleuchtet. Es ist möglich, das Konzept unterschiedlichster Räume herauszustellen. Die Modernität war durch quantitatives Wachstum bestimmt, das sich in Kubikmetern, Volumen und Höhe ausdrückte. Die Beleuchtung wandelt diese Quantität in Qualität um. Dank der Beleuchtung wird die städtische Landschaft zu einem System. Verschiedene Personen und Objekte lassen gemeinsam das Gut Stadt entstehen. Eine gute Beleuchtung kann das wirtschaftliche Wachstum eines Stadtteils fördern. Beleuchtung ist notwendig für eine höhere Sicherheit und zur Verbrechensbekämpfung. Sie kann jedoch auch eingesetzt werden, um Interesse zu wecken. Iguzzini hat in den vergangenen Jahrzehnten seine Sensibilität gegenüber diesen Themen unter Beweis gestellt. Die von Renzo Piano entworfene Leuchte Nuvola, ausgezeichnet mit dem Compasso d'Oro 1998, verleiht dem Licht eine neue Qualität. Jede Stadt steckt voll formaler Unterschiede, Kontraste, Zerstreuung. Durch das Design und die Entwicklung modularer Lichtsysteme und Lösungen kann das Problem der formalen Zusammenhanglosigkeit gelöst werden und mit Stil und Bedeutung gefüllt werden. Wege, Verbindungen, Rhythmen, Flüsse. Die städtischen Räume bringen Inhalte und Zeit in Zusammenhang. Diese neuen kulturellen und städtischen Landschaften werden durch den Einsatz modularer, in sich schlüssiger Leuchten zur Geltung gebracht. Dem Industriedesign kommt eine bedeutende Rolle zu. Es schafft ein Gleichgewicht zwischen technologischer Hypermodernität und übertriebener Nostalgie. Dieses Gleichgewicht macht den Bürgern erneut das Gut Stadt zugänglich. Das Stadtleben wird wieder um Lebensqualität bereichert. Als nachhaltig kann die Aufwertung von Bauwerken, räumlicher Strukturen und der städtischen Landschaft dann gelten, wenn sie auf der Idee basiert, dass mehr Qualität auch mehr verfügbare Energie bedeutet. Aus diesem Grund ist die Aufwertung des städtischen Raumes in einigen Fällen zu einem Experimentierfeld für den Einsatz neuer Technologien zur Entwicklung sauberer Energie geworden. Die neue öffentliche Beleuchtung verwendet Technologien, Leuchten und Strategien, welche auf LED, Light Emitting Diode, basieren. In Italien wurden bedeutende LED-Straßenleuchteninstallationen in den Städten Piacenza, Lodi und Alessandria durchgeführt. Als Bürgermeister sind wir stets auf der Suche nach Lösungen, die sowohl in Bezug auf Energie und Beleuchtung als auch wirtschaftlich effizient sind. Ich glaube, dass die LED-Technik die richtige Lösung für alle drei dieser Ziele darstellt. Dieses Projekt ist von großer Bedeutung, da es eine höhere Effizienz verspricht. Damit wirkt es sich für die Bürger sowohl in Bezug auf die Beleuchtung und somit die Sicherheit von Straßen und Verkehr, als auch in Bezug auf die Energieeinsparung positiv aus. Letztere ist nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutend, sondern leistet auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Es ist wie der Übergang von der Gasbeleuchtung zur elektrischen Beleuchtung. Auch wenn das etwas rhetorisch klingt, ist dem doch so. Denn es findet gerade ein Wechsel von der Beleuchtung mit Glühlampen, Metalldampflampen oder Ähnlichem hin zu Leuchten und Leuchtmitteln mit einer völlig anderen Philosophie und Dimension statt. Das ist durchaus vergleichbar mit der Installation von Stromanlagen in den Städten Anfang des 20. Jahrhunderts.
Seit den ersten Versuchen, welche es ermöglichten, mit LED über 40% Energie gegenüber effizienten herkömmlichen Technologien einzusparen und bis zu 60% gegenüber weniger effizienten Anlagen, stellen die LED-Leuchten mittlerweile ein Industrieprodukt dar. Die in Zusammenarbeit mit Enel Sole entwickelten Leuchten Archilede erzeugen Weißlicht mit hoher Farbwiedergabe. Sie verbessern die Sicht und erleichtern das Erkennen von Objekten und Hindernissen. Die von Iguzzini entwickelte LED-Optik sorgt für eine homogene Verteilung des Lichtstroms auf der Straßenoberfläche. Die Anzahl der erforderlichen Lichtpunkte wird verringert und Streulicht verhindert, denn das Licht wird nur dort eingesetzt, wo es notwendig ist. Die mit einer intelligenten Elektronik versehenen neuen Leuchten ermöglichen die Steuerung jedes einzelnen Lichtpunktes und bilden damit ein vielseitiges und flexibles Beleuchtungsinstrument. Die LED sind Leuchtmittel, die wie jede andere Kaltlicht- oder Glühkathode verwendet werden. Ein bisschen wie die Farbe für einen Maler. Aus dem experimentellen Ansatz des LED-Projektes von Iguzzini hat sich inzwischen eine industrielle Produktion entwickelt. Die Beleuchtungssysteme Lavinia, Argo und Delphi vereinen in sich Design, Stil und Effizienz. Iguzzini bringt mit Energieersparnis, Lichtqualität und ausgesuchten Formen Design auf die Straße. Der neue Wert besteht in der Entwicklung innovativer technischer und formaler Lösungen, die in den städtischen Kontext eingebunden werden. Die LED weisen eine konstante Steigerung in Bezug auf den Lichtstrom auf, weshalb ich glaube, dass in 2 oder 3 Jahren der Lichtstrom einer einzelnen LED höher sein wird. Mit der LED-Technologie können bessere Antworten auf uralte Fragen geliefert werden, gleichzeitig aber auch neue Entwurfsthemen eingeführt werden. Die Beleuchtung stellt einmal mehr Mittel für die Erneuerung, Neuorganisation und Planung städtischer Systeme dar. Wir müssen so weit kommen, dass wir nur noch das Gebiet beleuchten, welches auch beleuchtet werden soll. Das heißt, nur die Straßen und nicht die Häuser der Menschen oder die Grünzonen. Wir brauchen diese Art der Kontrolle, um zu sagen, okay, wir beleuchten diesen Abschnitt, aber wir verwenden kein Licht, das sich im Raum verliert. Flexibilität, Genauigkeit, Effizienz und die Möglichkeit zur Personalisierung. Die öffentliche Beleuchtung nimmt eine neue Rolle ein. Vor allem aber ist sie ein Mittel, um die Qualität der Stadt, der Mobilität und der Arbeit zu erhöhen und gleichzeitig die neuen Anforderungen an Energieersparnis und Umweltschutz zu erfüllen.